So, Heba, ich denke, es ist schon langsam 18 Uhr. Kannst du mich hören, Heba? Ich höre dich. Okay. Gut, also wir können schon langsam vorbereiten halt. Okay. Können alles die das Bildschirm sehen oder? Genau, also wir versuchen dann quasi euch stumm zu schalten, aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Also Schatten oben rechts, das ist für mich auch so ein neues Programm halt. Also nicht die bekannte Zoom halt, also gerne oben rechts auf Schatten gehen quasi und schreiben halt. Ja. Gut, also es freut mich auf jeden Fall, heute euch begrüßen zu dürfen halt zu dem heutigen Vortrag. Also meine Kollegin heute, Heba Saraji, berichtet uns heute über die Vorbereitung für die Facharztprüfung und Fieberprüfungen halt. Also ich werde kurz, bevor wir anfangen, gerne euch fragen halt, ob jemandem hier, der uns zuhört, nur Deutsch spricht, also kein Arabisch. Also ich merke schon, die meisten sind Arabisch. Also gerne, wenn jemandem kein Arabisch versteht, also gerne einen Kommentar schreiben halt. Die Frage wäre quasi, wenn das für euch quasi einfacher wäre, in Arabisch zu sprechen. Wenn jemandem kein Arabisch spricht, dann bitte in die Kommentare schreiben. Okay, gut. Also ich denke, einige davon quasi sind deutschsprachig halt, dann kann man schon gerne weiter in Deutsch. Ja, gut, alles klar. Danke euch. Okay. Gut, dann kann man schon weiter gerne in Deutschland sprechen. Gut, dann ich werde schon kurz meine Kollegin Dr. Heba Saraji vorstellen. Also Heba ist eine Kollegin von mir. Wir haben zusammen in Al-Muassad Hospital in Damaskus gearbeitet. Heba arbeitet aktuell als Fachärztin in Augenklinik Ahaus. Heba hat den Titel FEBO, also Fellow of the European Board of Ophthalmology und FICO, Fellow of International Council of Ophthalmology. Und sie hat in der Augenklinik an der Uniklinik Damaskus als Oberarzt gearbeitet mit Schwerpunkt Glaukom. Heba wird uns heute quasi über die Vorbereitung vor Facharztprüfung und FEBO-Prüfung berichten. Also ICE-Prüfung war auch geplant. Ich denke, das war schon ein großes Thema. Also die Prüfung an sich hat schon vier Abteilungen, das wir schon gesagt haben. Gut, dann kann man in extra Vortrag das nochmal berichten. Also heute zwei Teile von der Vortrag. Fachvorbereitung vor Facharztprüfung und Vorbereitung vor Fieberprüfung. So, Heba. Ja. Wir wollen schon so, wir können schon gerne anfangen. Okay, ja. Vielen Dank für die sehr schöne Einleitung und guten Abend alle zusammen. Heute möchte ich, wie Mustafa gerade gesagt hat, über die Vorbereitungs für die Facharztprüfung und die Fieberprüfung sprechen. Wenn jemand Probleme hat mit diesem Bildschirm sehen oder meine Stimme zu hören, einfach eine Nachricht kann er schreiben. Ich hoffe, dass alles okay. Genau. Also vielleicht eine kurze Notiz quasi, Heba. Also Ja. gerne, wenn jemandem so eine Frage hat, also gerne, also wir werden vielleicht quasi jetzt nach den Slides, nach einigen Slides nochmal antworten, aber gerne schon jetzt schreiben halt. Also quasi jetzt während des Vortrags könnt ihr trotzdem gerne eure Fragen schreiben halt und dann versuchen wir quasi das zu antworten halt, wenn das quasi geeignet ist. So, Heba. Okay. Mustafa, könntest du, wenn jemand eine Frage hat, das mir Bescheid sagen, weil ich kann die Frage nicht sehen, wenn ich das Ja, alles jetzt gut. nicht Also sehen kann. ich werde schon Schatz weiter. Alles Ja, klar. sehr gut. Ja. Ich fange erst an mit der Facharztprüfung. Eigentlich ist es sehr wichtig, dass es die Lebenslauf richtig zu schreiben, bevor man das ist zur Ärztekammer, diese Lebenslauf zu schicken, weil in diesem Lebenslauf steht, manche schreiben, in welchem Fachbereich möchte jemand, dass es weiterentwickelt oder welche Operation man beherrscht.
Mit diesem Lebenslauf kann die Prüfer orientiert, welche Frage normalerweise stellt, weil wenn man das schreibt, dass er im Bereich Strabismus oder im Bereich Glaukom beschäftigt ist, dann man muss das ist denken, dass fast alle Fragen von diesem Bereich, von Glaukom oder im Bereich Strabismus, wenn man das ist so in der Lebenslauf schreibt. Oder manchmal, das ist am Anfang die Prüfung, weil die Prüfung ist einfach mündliche Prüfung. Das ist nicht schwierig zu schaffen. Das ist einfache Prüfung. Die Frage kommt von die normalerweise von die. Das ist ein praktische Fragen, die man das ist jeden Tag in der Praxis täglich sieht. So muss man überhaupt keine Sorge haben für diese Prüfung. Aber am Anfang fragt die Prüfer, in welchem Fachbereich möchten Sie weiterentwickeln oder was machen Sie jeden Tag in der Praxis? Zum Beispiel bei mir wurde mich gefragt, in welchem Fachbereich habe ich gesagt, dass im Bereich Glaukom möchte ich weiterentwickeln. Und das ist die ich in Heimat angefangen habe mit die Glaukom-OP und so. So war fast alle Fragen im Bereich Trabekulektomie-OP, Komplikation. Die Komplikation mit Anästhesie und solche Frage. So, man muss das ist nicht sagen, muss in diesem Bereich weiterentwickeln, wenn man das ist die Antworten nicht beherrschen kann. Sonst ist es sehr schwierig dann die Prüfung. Ein guter Ja. Punkt, vielleicht werde ich quasi noch was dazu sagen. Also es ist Ja. wichtig, wenn jemandem, also ist es schon ganz oft, wenn jemandem rauskommt von der Prüfung, dass die anderen Kollegen nochmal fragen, also was wurde gefragt und so. Ja. Und dann erschrickt man halt, wenn man dann hört, so einige Fragen sind so detailliert halt, also ganz tief in ein Thema, dann muss man sagen, also sie haben so tief gefragt, weil man von Anfang an gesagt, ich bin schon in dem Bereich tätig halt. Ja, das war bei mir genauso. Also sie haben mir quasi ganz tief, also Okay. über Crosslinking gefragt, weil Ja. von Anfang an habe ich geschrieben, also was schon ist quasi ein Thema Crosslinking und Gratokonus gemacht Okay. von der Wissenschaft und so. Also das ist mir wichtig, also nicht zu erschrecken, wenn man dann die Fragen hört an der Facharztprüfung, weil das wird dann bei euch nicht gefragt hat. Also wenn ihr von Anfang an nicht sagt, dass wir sind in dem Bereich tätig sind. Also die Ja. sind quasi nur Fragen, quasi speziell, also vor derjenige hat, der das Ja, gesagt ich hat. denke, jeder hat diese Chance, eine kurze Vorstellung, bevor die Prüfung das ist, zu machen. So wäre besser, wenn man das ist direkt sagen, auch wenn die Prüfer nicht fragt, in welchem Fachbereich möchten Sie weiterentwickeln, dass er direkt sagt, ja, ich mache so und so und ich operiere so und so. Und dann fast alle Fragen sind in diesem Fachbereich. Dann ist es einfacher auch. Ja. Ja, und das ist, welche Referenzen, welche Bücher sind die wichtigsten, um diese Prüfung zu schaffen? Eigentlich, ja, fast alle lesen Kansky. Wenn man das ist, vorher überhaupt keine Erfahrung hat im Bereich Augenheilkunde, wenn man das ist, vorher keine Bücher gelesen hat, wäre besser, wenn man das ist, mit Kansky anfängt. Bei mir habe ich zum Beispiel in Heimat Kansky auf Englisch gelesen, so habe ich entschieden, da muss ich nicht noch einmal auf Deutsch diese Kansky noch einmal das lesen. So habe ich gefragt, habe ich das recherchiert, habe ich gefunden, dass es ein Buch gibt, heißt Essential Augenheilkunde. Das ist genauso wie Langbuch, aber dieses Essential ist für die Assistenzärzte oder für die Fachärzte, das ist orientiert, nicht für die einfach die Studenten. Die Langbuch, das war für die Studenten und die Essential ist für die Assistenzärzte, die im Bereich Augenheilkunde beschäftigt. Ich habe selbst gefunden, dass die Sprache in diesem Buch ist einfacher als die Kansky, weil es ist die klinische Kansky, es ist einfach eine Übersetzung von diese von anderem Buch. Aber das ist die Essential, die Sprache es ist einfach. Sieht man, das ist hier zum Beispiel, wenn man das eine Krankheit liest, ein Melanozytom ist einfach eine Variante eines Melanocytären-Nevus und sieht man, das ist hier ein Bild. Und dann das ist, gibt es die wichtigsten Tipps, dass im Bereich dieser Krankheit, zum Beispiel dieses Tumor, wird meist spät und als Zufallbefund etwas im Alter von 50 Jahre alt diagnostiziert.
Und das ist dunkelbraun bis tiefschwarz. Ich finde, das ist die Sprache für dieses Buch ist einfacher als Kanji. Und weil das die Frage in dieser Prüfung nicht so schwierig ist, so das reicht dieses Buch. Und kann das ist innerhalb von einer Woche die gesamte Buch lesen. Aber muss man, dass es vorher richtig eine Erfahrung hat im Bereich Augenleinkunde. Und da muss man, dass es vorher andere Bücher lesen, zum Beispiel, das ist entweder American Academy oder Kanski, auch in anderer Sprache, ist nicht schlimm. Es ist wichtig, dass man richtig einen Hintergrund hat. Dann kann man das, dieses Buch innerhalb von einer Woche lesen und das ist einfacher Buch und einfacher als die Kanski auch. Ich weiß nicht, hast du das, Mustafa, dieses Buch gelesen oder Ja, so? wollte ich gerade sagen, also Essentials habe ich nicht gelesen, aber habe ich ein bisschen geblättert und also ich halte das vor als ein, sag mal so, zweites Buch, also sagen. Also ich denke nicht, dass man mit Essential anfangen kann. Das als Okay. erstes Buch sagen. Ja. Ich fand das irgendwie so zusammengefasst, so ein bisschen, also wie man richtig keine Vorerkenntnisse hat, das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ja. Ich weiß Ja, nicht, bestimmt. ich habe selber nicht gelesen, also nicht durchgelesen, sozusagen halt. Genau, Ja. ich denke, es ist auch so ein bisschen kleiner, also von. Ja, es ist nicht so klein, es ist nicht wie lang, es ist größer als lang, aber kürzer als Kanski. Aber ich finde Genau. es einfacher, weil es Ja. alle Themen sind drin und alle sind, dass es nicht so lang ist. Und kann man das ist innerhalb von einer Woche, wenn man nicht so viel Zeit hat für die Prüfung, dann kann man innerhalb von einer Woche dieses Buch lesen. Und Und das ist sehr. findest du, wenn jemandem quasi es ganz noch nie gelesen hat, zum Beispiel, dass man mit Essential anfangen kann? Ich Als denke nicht. Nein, nicht, ich ja, ich denke denke nicht. auch nicht. Ja. Ja, Ich also habe ich würde vorher auch quasi zum Beispiel ja. selbst American Academy gelesen, vorher diese Genau. Kanski, aber auf Also würde ich Englisch. auch sagen, etwas so Größeres mit Bildern und so, erstmal dann lesen und dann quasi so, also am Ende quasi vor der Prüfung dann zum Beispiel Essentials, genau. Also ich habe zum Beispiel jetzt kein Essentials vor der Prüfung gelesen, sondern Will's I Manual. Also wegen Differentialdiagnose. Aber Wills genau. ist gut, aber ich denke, das ist nicht reicht. Das deckt nicht alle Themen. Das ist Ja. meine Erfahrung. Ich weiß, Ja. wahrscheinlich, weil du auch vorher, das ist eine richtige Erfahrung hast und hast du andere Bücher gelesen, so hast du die Wills Nee, gut also es ist nicht gefunden. ausreichend, aber wie gesagt, nur damit man Differentialdiagnose ein bisschen nachlesen kann halt. Aber braucht man auf jeden Fall Vorerfahrung halt. Genau, es haben so Ja, ein okay. Textbook, also ein größerer Textbook wie Kanske zum Beispiel, finde ich am Anfang so sinnvoll. Okay, alles klar. Ja, Okay. ich habe auch zum Beispiel, es gibt auch Checkliste-Buch, aber das ist nicht für die Prüfung. Das einfach kann man, das ist in der Praxis, wenn man das ist schnell eine Krankheit lesen möchte, dann kann man mit Checkliste, aber das reicht nicht für die Prüfung eigentlich. Ja. Es gibt noch ein anderes Buch, es ist diese Facharztprüfung, das ist 1000 Prüfungsfragen. Ich habe dieses Buch selbst nicht gelesen. Ich habe nur im Bereich Katarakt ein paar Fragen gelesen, weil das braucht viel Zeit. Aber ich denke auch, viele Fragen kommen häufig in der Prüfung, weil das ist wie ein, kann man sagen, ein Prüfungsprotokolle. Das ist diese Frage zusammengefasst und dann kann man, das ist vor der Prüfung auch die wichtigste Thema lesen. Ich weiß nicht, hast du auch dieses Buch vor der Ja, das habe Prüfung ich auf jeden gelesen? Fall. Das habe ich auf jeden Fall vor meiner Facharztprüfung gelesen. Also ich habe vom Prinzip eigentlich nur das Buch gelesen. Also von meiner Ah, okay. Facharztprüfung fand ich Und? super. Also, habe ich gebraucht Nein. ungefähr so 2 Monate dafür, eigentlich quasi so Ja. 2 Stunden im Tag oder so. Ja. Aber das fand ich schon ganz gut zusammengefasst. Zum einen, zum anderen, dass man, ich meine wegen der Facharztprüfung, gar nicht die FEBO. Ja, Fibo da nicht. Einige Themen, genau, über die deutsche Gesetze zum Beispiel, Fahrerlaubnis und so weiter, halt, das findet man nicht in anderen Textbooks. Ah, Dann muss ja. man Gutachten und solche Sachen halt, also kann man nur theoretisch Gutachten kann man habe nicht. ich von dieser DOG-Leitlinie das gelesen. Es gibt ein Ja. Buch und das am Ende war eine Zusammenfassung für diese Gutachten. Ja. Aber es, Also, ja. fand ich auf jeden Fall zusammengefasst in Augenheilkunde und dann die Erklärung, dass die Vorteile, dass es quasi jetzt bei jeder Frage gibt es eine gute Erläuterung halt danach und davon kann man lernen halt und sozusagen zusammengefasst halt. Also wenn man dann viel mehr Zeit hat, kann man gerne
quasi Größeres lernen, aber diese 1000 Fragen fand ich ganz super als Zusammenfassung direkt vor der Facharztprüfung. Okay, aber ich denke, das auch reicht nicht. Alleine muss man auch Textbook, das komplett, Also das. nochmal auf jeden Fall Vorerfahrung, also relativ viel sogar. Vielleicht kann ich nochmal was fragen, also von den Zuhörern. Also einer hat, also Brahim hat uns gefragt, also macht Ja. es für eine Person in Mitte ihrer Weiterbildung jetzt Ganske klinisch Ophthalmologie, also ob man Ganske quasi jetzt nicht direkt vor der Prüfung, sondern in der Mitte von Weiterbildung lesen will. Was denkst Ja. du? Ja, Ja, was hättest das, ich denke, das ja, muss man nicht am Anfang mit Kansky auch. Am Anfang von der Weiterbildung haben wir das mit anderen Büchern angefangen, zum Beispiel Wills, weil das war viele Notfälle. Und dann haben wir das mit die T6 angefangen, zum Beispiel Optics und das Optik. ist die andere Genau. T6. Physiologie, Anatomie, das braucht man auch halt, genau. Ja. Ja. Also erstes, zweites Jahr, genau. Und ich Ja. denke, genau, also als Antwort, das ist in der Mitte, ja. Also ich denke auch, das muss man auch, weil ganz ist relativ groß halt. Und dann kann man nicht zum Beispiel jetzt nur in der letzte Jahr das lesen. Also das schafft man einfach nicht. Also quasi, also Nebenarbeit. Also muss man Ja. richtig so ein bisschen eher anfangen halt, also zum Beispiel im zweiten, dritten Jahr. Also langsam die Themen nach und nach zu lesen. Und noch er fragt weiter, ob das ist, ob das Buch zu alt ist halt, weil die letzte Vorlage war von 2019. Also es ist schon jetzt 3 Jahre alt. Was Ah hältst du ja. davon? 2019, ja, es gibt viele Änderungen eigentlich. Ich finde, das ist die letzte Version. Es ist viel besser als die andere und es ist auch mit der Behandlung ist geändert. Ist nicht mehr so So, aktuell. Aber muss man ja. sagen, das ist das Problem von ungefähr von allen Büchern halt. Also bis der Buch dann fertig ist und dann die Auflage Ja. quasi auf dem Markt ist, dann ist es sowieso dann ein bisschen so 2, 3 Jahre alt halt. Ist fast immer Ja. so. Also ich würde sagen, dass egal welches Buch man liest, muss man dann weiter, also das ist sozusagen Ergänzen von Konferenzen, dass man quasi dann auch online die neue Artikel liest oder zum Beispiel Abonnement in irgendwelche wissenschaftliche Journals, also braucht man so Ergänzung zu sagen, damit man die aktuellen Themen dann nachholen kann. Ja, Ja. und auch wichtig, auch diese Facharztprüfung, die Leitlinie zu lesen. Man findet, das ist alle Leitlinien als PDF-Datei und man muss das fast alle Leitlinien, das ist vor der Prüfung lesen, weil es gibt viele Fragen, die kommen von dieser Leitlinie. Das nur für die Facharztprüfung. Für die andere Prüfung braucht man nicht eigentlich, für die FIBO oder für die ECO, nur für diese Facharztprüfung. Kannst du kurz sagen, also wie findet man quasi die Leitlinie am einfachsten? Ich denke, es gibt in dieser DOG-Seite, es gibt noch Leitlinie für retinologische Leitlinie und die andere Leitlinie für alle anderen Krankheiten. Und dann Ja. kann man findet man als PDF-Datei. Ich denke, hat jemand das zusammen, das gefasst, diese Leitlinie und das ist in Telegram-Gruppe das geschickt. Ja. Google Ich Drive. hab mich versucht, quasi alle Leitlinien zu lesen, also nur einige Themen halt. Und was hältst du davon? Okay. Also zum Beispiel, wenn man versucht, das zum Beispiel als Text zu lesen, so alles zusammen als Text zu lesen, also fand ich ein bisschen schwierig halt. Also die Das sind. finde ich auch schwierig. Ich habe, das ist zum Beispiel die Leitlinie. Ich habe, das ist jedes Jahr an DOG teilgenommen und dann hätte ich diese Möglichkeit, DOG und DEMAN zu hören. Und dann, wenn man, das ist diese wichtigste Thema, zum Beispiel zentraler Venenverschluss, zentraler Ja. Arterienverschluss, Ja. dann kann man, das ist diese Vortrag noch einmal hören und es ist schwierig, alle Leitlinien zu lesen. Sonst ist, kann man, das ist nur die wichtigste Punkte oder Tipps Ja. in diesem Ja. Bereich lesen. Das ist, wurde, das ist in dieser DOG und DEMAN, die wichtigste Punkte in Leitlinie eigentlich fokussiert. So kann man, das ist nur diese Leitlinie, das ist die Also wichtigste lesen. ich finde auch die Sprache so ein bisschen so eine trockene Sprache halt, also ohne Bilder. Also Ja, ich finde es keine bestimmt. geeignet, sich quasi jetzt Material zu lesen, wenn man keine So habe Vorlesung ich. hat. So habe ich, das ist diese Leitlinie mit diesem Vortrag zusammen, das ist gelesen, dieser Dioge und jemand. Ich Ja. denke, das ist, kann man diesen Zugriff bekommen, wenn man das vorher das an Dioge sich teilgenommen hat. Ja. Also als Vortrag meinst du jetzt, dass man quasi Ja. in Video. Ja, ein Video, Ja, das ist in Video schon noch einmal. interessanter sein. Alles klar.
Ja, was ist die wichtigste Thema im Bereich Facharztprüfung, die jede Prüfer normalerweise fragt? Die diabetische Retinopathie, zentraler Venenverschluss, die Arterienverschluss, die okuläre ischämische Syndrom, AMD-Vorstellung und trockene, die Vorstellung, das ist die mit die Behandlung mit IVOM und welche Schema, Makulaforamen, Netzhautablösung, die BBV und Nion-Ion. Die primäre Offenwinkelglaukom, Klassifikation für die sekundäre Glaukom, Pegs-Glaukom, Pigmentglaukom, Mixverfahren, was man mit iStent oder Xenstent oder das andere Mixverfahren, das fragt auch jetzt momentan derzeit die Prüfer über diese Mixverfahren. Trabekulektomie, Keratokonus auch war bei mir auch Katarakt und die Anästhesie. Das wurde nämlich auch gefragt über die Komplikation von die retrobulbäre Anästhesie oder peribulbäre Anästhesie. Ja, das ist die fragt die Prüfer normalerweise öfter. Diese Themen. Muss man das ist dieses Thema richtig gut beherrschen? Muss man dieses Thema von Textbook lesen, in der American Academy oder Kansky? Oder das ist ja solche große Bücher. Du sagst immer American Academy, also denkst du, dass quasi ein Assistant-Arzt kann das schaffen, die gesamte American Academy zu lesen? Ich denke nicht, aber zum Beispiel Ja. Glaukom, Retina, Uveitis, ich Genau. denke, muss man unbedingt Also dieses einige große wichtige Themen. Themen sagen. Ja. Naja. Ich meine, ich habe damals zum Beispiel von Retina habe ich nicht die gesamte Buch gelesen, das war schon ungefähr 300 Seiten oder 400 Seiten. Aber zum Beispiel habe ich Ja. auf jeden Fall die Vitreoretinopathie gelesen und dann die Gefäßverschlüsse Ah, und okay. genau, das Ja. habe ich auf jeden Fall von American Ja, Academy wahrscheinlich. gelesen. In Genau. Deutschland habe ich noch nicht gelesen, weil es hat man keine Zeit. In Heimat, als ich in Syrien war, ja, hat man Zeit, das zu lesen. Aber hier ist es ja, hat man leider keine Ist Zeit. knapp, ja. Ja, es gibt ein paar Fragen, die. In die gleiche Thema, also wie wurden, ob das quasi über Amblyopie also gefragt wird. Viele wurden, ach so, also als Kommentar, und dass viele wurden auch über Amblyopie fragen. Ich denke, Ja, das ich finde es auch wichtig. Ambliop, das ist auch Strabismus, aber die Frage, das ist normalerweise allgemein über die den Brown-Syndrom oder das ist diese Isotropie, Exotropie, nicht normalerweise nicht so tief die Fragen, weil es ist alle finden die Strabismus ist sehr schwierig. Und die Frage normalerweise ja Okklusion, Beflassung und solche Genau. Sachen, die man in der Praxis normalerweise sieht. Genau. Also Brillenbeschreibung quasi an Isometrie und solche Sachen halt. Genau. Ja. Ja, bei mir war Gott sei Dank keine Frage für Strabismus. Genau. Und ob eine Notfälle, man fragt, also ob das ob Notfälle, Augennotfälle, denke ich auch, also wird gefragt. Ja, denke auch. Ja, Orbitalfraktur fragt man normalerweise oft auch. Ja. Verätzung auch, ja. Genau. Hyphema, Behandlung von Hyphema, Glaukomanfall, denke ich auch. Ne? Ja, Glaukomanfall unbedingt. Ich weiß nicht, wie war deine Facharztprüfung? Was war für Frage, die du? Das war bei mir relativ einfach. Also, das war Ja. richtig extrem einfach. Also, das war, keine Ahnung, die üblichen Sachen, also Kataraktvorbereitung, also Ja. mögliche Kataraktkomplikationen. Habe ich ein Bild von feuchter AMD und dann bei einem Patienten, der hat eine PED, Okay. genau, Detachment mit der Frage, also ob man trotzdem dann spritzen soll, also mit der quasi, das muss man so antworten, dass man aufklären wegen Riss, also RBR-Riss oder gegebenenfalls, dass ein RBR-Riss passieren kann. Ah, okay. Und dann fiel dann über Cross-Linking, wie gesagt, aber das war mein Schwerpunkt. Genau. Ah ja, okay. Ja, bei mir, das wurde kein Bilder gezeigt, weil die Frage über die Trab und die Komplikation, die Kat-OP und die Anästhesie und die Komplikation mit dieser Anästhesie, Retro und Peri, Keratokonus auch, ja, so Genau, war, aber war so einfache Frage. Optikfragen, denke ich, kann sein, aber eher weniger, denke ich. Also, weil das quasi das, was der Optiker so oft macht in Deutschland. Ja. Kann gefragt werden, also bei uns, also in Sachsen, ich bin jetzt in Sachsen, also ein Prüfer in Sachsen fragt dann immer über Großzylinder und solche Sachen. Aber ich denke, wie Ja. gesagt, das ist die Ausnahme im Prinzip. Also. Ja.
Ja, ich bin jetzt in Nordrhein-Westfalen, aber ich habe die Prüfung in Dresden gemacht, in der Also, ja. STK. Ja. Ja, genau. War nicht schwierig, ja. Heber fragt, Erfahrung mit Augustin. Ich weiß nicht, was sie damit meint. Vielleicht Wie heißt? Augustin, vielleicht ist ein Prüfer oder so. Vielleicht Heber, sag nochmal, was meinst du damit? Genau. August, ne? Ja, Ich ich würde weiß dann kurz nicht. weitermachen. Ja, okay. Ja, das ist die Prüfungsprotokolle findet man, das ist man muss, das ist die andere Leute fragen, was für die Frage, die man normalerweise, das ist die Prüfer fragt. Es gibt hier einen Fall, zum Beispiel, das ist, sie haben einen Patienten, die Augendruck war 23 und CDA war 0,8. Was machen Sie weiter? So, normalerweise so die Frage sehr einfacher, praktische Fragen, die sie in der Praxis sieht. Ja, muss man einmal Gesichtsfeld, Bachy, OCT-Papille, Goniskopie. Und wenn die OCT auffällig ist, was machen Sie weiter? Welche Medikamente? Und die Nebenwirkungen von den Medikamenten sind sehr wichtig eigentlich. Und Ja. die Laserverfahren, was ist SLT, was ist ALT, was ist dieser Unterschied? Welche OP kann man, das ist in diesem Fall zum Beispiel die Patienten anbieten und solche Sachen. Ja, also eher so aus der Praxis, also Fragen, also vor allem Ja. der Anfang, das habe ich immer gemerkt, der Anfang ist immer aus der Praxis. Ja, Also, und das, genau. ja, ich finde, es ist angenehm, diese Prüfung ist Angenehm, nicht so ja. schwierig. Das Ich weiß nicht, auch. ob es in anderen Bundesländern schwieriger oder so. Ich weiß nicht. Aber in Das kann Dresden war sehr, natürlich sein. Aber nicht ja. so, ich finde das allgemein so angenehm, so ein angenehmes Gespräch Ja. halt. Genau. Das finde ich auch. Ja, im Vergleich zur Kenntnisprüfung, die Facharztprüfung war sehr einfacher. Ja, auf jeden Ja. Fall. Und Ist die irgendwie Nähe. so offener und flexibler, also zum Beispiel, du kannst schon dann weiter erzählen über Gesichtsfeld und so, dann, weißt du kannst auch so ein bisschen orientieren selber halt. Also, du kannst auch zum Ja, Beispiel, wenn bestimmt. du dich ganz gut Ja. auskennst mit Gesichtsfeld, dann kannst du noch mehr und mehr und mehr erzählen. Dann geht schon Ja. Zeit vorbei und dann kriegst du danach weniger Fragen. Ich denke, Genau. man muss nicht einfach antworten und das nicht mehr sprechen. Man muss so Ja. weitersprechen und dann gibt es keine Chance für die Prüfung, andere schwierige Fragen zu stellen. Ja. Also die Ja. Heba Yusuf hat jetzt gerade antwortet, also sie fragt über Augustin, das Augustin ist ein Lehrbuch, es ist ein Ja, Textbuch, ist wie kannst eine Grund. Ich habe selbst nicht gelesen, aber ich weiß nicht. Ich denke, niemand hat Erfahrung mit diesem Buch. Ja, Da habe ich keine Erfahrung. ich hab auch keine Erfahrung damit, ja, Ja. tatsächlich. Okay. Aber ich denke, die anderen Bücher sind wichtiger in diesem Bereich. Die Essential oder die Kansky ist besser. Ja, genau. Ja. Gut, Noch das heißt. andere Frage von dieser Prüfungsprotokolle. Wann ruft man einen Rapt? Da zum Beispiel Anisokorie, Sehverlust, Gesichtsfeldeinschränkung oder Verdacht auf Ion, Pupillenschwellung. Ja, solche Sachen. Ja, das ist die letzte Frage, habe ich das auch letzte Woche gelesen. Was sind die Standardlinse und was ist die Sonderlinse? Was ist der Unterschied? Was ist die iDoF-Linse, Multifokallinse? Ist es im Bereich refraktive Chirurgie, diese Fragen, muss man auch diese Unterschied zwischen die Multifokal- und iDoF-Linse beherrschen? iDoF-Linse, das ist neue Linse, Vivilux Smart, VVT, kann die Patienten nach der Operation ab 60, 50 Zentimeter zu Fernbereich, das bedeutet Intermediate und Fernbereich, alles erkennen. Oder ECB00 auch von iDoF-Linse. Die Multifokallinse kann man, das ist auch im Nahbereich, nicht nur Intermediate-Bereich, aber man muss nicht so viel lesen. Wenn man mehr als eine Stunde liest, dann braucht man unbedingt Lesebrille am Ende. Aber Multifokallinse ist es diese Nebenwirkung oder diese Schwierigkeit mit dieser Multifokallinse ist die Halos. Aber mit dieser EDOF-Linse sieht man normalerweise die Patienten nach der Operation kein Halos. So ist momentan fast alle Patienten möchten iDoF-Linse zu bekommen, nicht einfach die Standardlinse. Die Standardlinse kann Patienten einfach zu Fernbereich alles erkennen. Ja. Hast du auch Erfahrung mit dieser Linse? Ja, weniger Erfahrung auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, also diese Fragen vielleicht klingen ganz einfach für die Kollegen, die im privaten Bereich arbeiten, also in Praxen, wenn welche Ja. Leute fragen. Also in den Kliniken da quasi andersrum, da hat man schwierige quasi Krankheitsbilder, aber Ja. von die Privatleistung weniger auf jeden Fall. Und Ja, deshalb ist bestimmt bestimmt. keine einfache Frage, wenn jemand in einem städtischen Klinikum arbeitet hat oder in der Uniklinik, würde das Ja, ich quasi denke.
Genau, Genau, also bestimmt. dass das eingesetzt wird. Aber ich denke, das ist ein großer Nachteil. Also das muss man vielleicht jetzt gleich sagen. Also es ist nicht so schlimm, wenn jemand was nicht kennt oder nicht weiß, kann man einfach sagen, das wird schon bei uns nicht so oft angesetzt oder so. Wenn das keine, genau, also ich meine, muss man auf jeden Fall dann übliche, bekannte Krankheiten kennen halt, Notfälle, aber ist schon klar, dass man nicht alles antworten kann. Genau. Ja, bestimmt. Ja, das ist einfach eine Frage von dem Notfall. Welche Stadien wird eine Verletzung eingeteilt? Muss man das die vier Stadien, muss man Zusammenfassung von jedem Stadium auch sagen? Ja, von dem Strabismus kommt allgemein Frage, machen Sie Skier selbst? Aber das ist hier in Deutschland nicht bekannt, dass man Skier selbst macht, nicht wie Syrien. Oder normalerweise manchmal die Seeschule macht das, die Damen in der Seeschule, ja. Und dann die von der Strabismus normale allgemeine Frage, von die Esotropie, Exotropie und die Okklusion, Brown-Syndrom, Duane-Syndrom und solche Sachen. Ja, und jetzt das Thema ist, Facharztprüfung ist jetzt erledigt. Hat jemand Fragen oder so? Also es gibt hier noch einen Kommentar von Feras, habe ich gerade gelesen, also zu unserem Thema, dass man nicht alles dann kennen muss, also dass ein Kumpel von ihm hat eine Frage bekommen über die Wellenlänge von Argon und Jag. Das ist schon klar, vielleicht. Wenn man das gerade gelesen hat, dann kann man antworten. Ansonsten Ja. egal. Genau. Ja. Aber also, er hat es auch aufgeschrieben, das ist nicht entscheidend, das ist auch so. Genau. Also Okay, wie man die blöde Frage, aber wenn man sagt, nee, ich weiß das nicht, das ist nicht so schlimm. ja, alles gut. Ja, Genau, jetzt dann geht's weiter. ja, fangen wir jetzt mit die FIPO-Prüfung, mit dieses Thema. Welche Bücher, welche Referenzen muss man das lesen? Eigentlich, FIBO macht man das im vierten Jahr oder im fünften Jahr. Das Ich denke, bedeutet, das hat das man. macht man nicht.